Hallo miteinander und herzlich willkommen, der Hannemer Hallenraum. Ich habe Pakete gekriegt, 3 Stück, 1, 2, 3. Und die sind ziemlich groß und ich habe gedacht, wir packen die heute einfach mal gemeinsam aus. Und deshalb habe ich ein Messer dabei und mit dem gehen wir jetzt da drauf los. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem kleinen Stahl als erstes an. Hier. Hier Amazon, was wohl drin ist. Vielleicht ist es Kleidung, wer weiß. Aha. Das sieht verdächtig nach Handschuhe aus. Größe 12. Bin mal gespannt. Ich weiß, dass ich das Größte bestellt habe, was ich gefunden habe. Bei Handschuhen habe ich immer das Problem, dass sie mir zu klein sind, egal welche Größe ich bestelle. Aber ja, die könnte sogar ganz gut sein. Die sind relativ groß. Normalerweise habe ich immer Probleme mit Handschuhen, weil ich ziemlich große Hände habe. Und ja, ganz einfach so, immer das Größte, was man kriegt, ist mir eigentlich gerade so groß genug. Bei Motorradhandschuhen habe ich 3XL, aber bei denen, das geht. Also die sind in der Größe echt gut. So, und was machen wir jetzt mit so Handschuhen? Handschuhe allein machen natürlich noch nichts. Deshalb fangen wir mal das nächste Paket aus. Diesmal wäre vielleicht mit dem Messer ganz gut. Irgendwie ist das schon so ein bisschen offen. Ich hoffe, da ist alles drin, was ich bestelle. Zack. So. So. Und wir haben schon mal ganz viel Verpackung. Aha. Und was ist das? Wir sehen hier, dass wir nicht viel sehen. Wir sehen hier einmal Bosch. Wir sehen irgendwelche Dinger und andere Dinger. Das hier sind Elektroden zum Schweißen. Schweißelektroden. Und zwar sind das 2,5 mm. Und das hier sind 1,6 mm. Dicke Dinger. Genau. Also das wäre meine Nummer 1. Dann habe ich hier Flexscheibe. Und nochmal eine, nämlich eine Schubschleife. Schubscheibe. So. Packen wir mal aus, als wäre das wieder mal hier. Das große Ding. Sehr. Und zwar ist das eine Flex, eigentlich ein Winkelschleifer, aber Flex hier original. Ist noch verpackt, brauchen wir noch das Messer. Hier, zack. Jawohl. Natürlich ist Bosch Professional, also das Blaue von Bosch, nicht das Grüne. Wenn schon, denn schon, dann gleich richtig, gell? Ja, natürlich, bevor wir es benutzen, müssen wir alles durchlesen. Sicherheitshinweise, keine Ahnung was, einschalten, ausschalten, Handschuhe. Ha, Handschuhe, richtig. Deshalb habe ich Handschuhe. Und da unten sieht man auch das nächste, eine Brille. Wenn wir das Paket später noch mal reingucken, werden wir die auch noch finden. Wir haben jetzt, der Hanne, bei der Flex, erstmal der Hanne, ein Paket mit dem Griff und den ich Fixierschraube und eine Schlüssel für die Schraube. Dass wir die Dinger dazu befestigen können. Und die Scheibe. Dann haben wir ganz wichtig der Schutz. Den müssen wir nachher irgendwie erstmal selber noch machen. Und das Hauptding. Sehr schön, dass der Hanna fixiert ist, dass man es nicht drehen kann, der Knopf. Da haben wir einen aus. Mit Fixierung und ansonsten sieht man jetzt noch gar nicht so viel. Mal gucken, was wir noch in unserer Kiste drin haben. Wir haben hier ein Set von Stahlbürste bzw. so Drahtbürste und zwar sind die für die Bohrmaschine, die so hier zumindest ins Futter von der Bohrmaschine einspannen und eben die unterschiedlichste Formel, dass man an alle möglichen Sachen kommt. Auch mal da raus. Dann, wie gesagt, die Schrubbscheibe.
Und wieso habe ich jetzt zwei Schubscheiben? Hey, ich habe doch nur eine bestellt. Oder habe ich zwei bestellt? Nee, eigentlich nicht. Hier. Bosch Element Dost Lieferti Kriterio New Item. Und das ist genau das gleiche. Ich mache mal eins von beiden auf. So sieht das Ding aus. Warum ich jetzt zwei habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man mit dem, die schnürgeln quasi mit der Flex. Könnte man vielleicht so sagen. Das sind die Trennscheiben. Und dann kommen wir da an, wie ich das vorhin schon erwähnt habe. Eine Schutzbrille, die schützt, gerade wenn man flext oder so, dass man keine Splitter in den Augen kriegt, wie im Augenhaber. Ich würde die jetzt aufziehen, allerdings will ich euch mein Gesicht nicht zumuten, denn das habe ich hier, nur eine kleine Karton. Ein Hell Miotex Lavignacci Metallo. Ich habe vergessen, was ich alles bestellt habe, deshalb müssen wir uns. Das ist erstmal auch gut. Wir taken wieder das Messer und dann schnipp, 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 schnipp. Ich hoffe, ich zerschneide nicht drin nichts, aber ich glaube nicht. Einmal. Aha. Aha. Ah, jetzt weiß ich wieder, was es ist. Und zwar ein Hammer. Das ist ja kein normaler Hammer, sondern so ein komischer Hammer. Das Ding sieht so aus vorne. Hat also quasi so Kante und eine Spitze. Und hat dahinter irgendwie so komisches Federding. Der liegt auch so ein bisschen wackelig in der Hand oder so schwingend in der Hand. Und für was ist der? Zum Schweißen. Ich habe hier gerade Schweißdraht geholt aus Praktik. Und da ist ja außenrum so eine Schicht, diese, oder so, die da außen, und die bildet eine, wie heißt denn das? Eine Schlacke halt, ja, und das ist ein Schlackehammer, mit dem kann man die dann nachher vom Metall wegklopfen, dass das, ja, nur noch metallisch ist, nicht mit der komischen Beschichtung da außenrum. Genau. Das war so der Inhalt vom ersten Paket. Eigentlich nur der Werkzeug, kann man sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal zum zweiten Paket über. Das ist ein zweiter großer, eigentlich ist das dritte. Das war das teuerste an dem ganzen Gedöns hier. Und zwar, wenn man mal genau guckt, sieht man schon, da unten steht ein Schweiß, nicht Scheiß, sondern Schweißinverter und ein Helm. Genau, das wird da hoffentlich auch drin sein. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auf. Wer sich fragt, boing, warum das Blatt hier falsch rumliegt, weil da mein Name drauf steht und ich das gerade umgedreht habe. Ja, was sind wir da drin? Diverse Sachen, einmal Karton, einmal Schweißgerät. Lass mal gucken. Das da sieht mir stark nach Kabels aus und nach Anleitung. Haus und Werkstatt. Schweißinverter, Weltinger, bla bla bla. Ich hoffe, der ist gut. Ich habe auf Amazon mich informiert. Und auch in sonstige Internetbeiträge mich ja ein bisschen halt eingelesen. Das ist das ganze Kabelgedöns, was man da ausschließt. Dann haben wir da Hanne. Einmal den Schweißer. Natürlich ein Pack ist von dem Trockenpulverzeug da. Bleibt da drin. So, kommen wir raus. Das ist der Himmel. Und so sieht das gute Ding aus. Und dahinter Stromanschluss für ganz normale Steckdose. Ein- und Ausschalter, Lüfter. Und hinten auf der Vorderseite zwei Anschluss plus und minus. Und hier die Einstellung von 20 bis 180, was ist das, Ampere? Ah, Ampere. Da haben wir noch Display. Das funktioniert ohne Strom jetzt natürlich nicht, aber das ist das Gerät eigentlich ganz kompakt und auch ziemlich leicht für die Größe. Mit einem Umhängegurt, falls man mal ganz leger mit Schweißgerät über die Schulter durch die Fußgängerzone laufen will, kann man sich das natürlich einfach unter den Arm klemmen. Wir kommen jetzt nochmal zu den Kartönchen. So, eine wichtige Sache fällt mir noch, die man beim Schweißen braucht.
davon ist, ich, wenn man das immer noch aufzumachen kann, einen Schweißhelm. Was kann das Ding? Also man kann das aufsetzen. Das Ding sollte man entfernen. Komm schon. Ah, ja. Natürlich sieht man jetzt hier ideale Spiegelung von meinem Gesicht. Das geht natürlich nicht. Also mir im oberen Bereich so Solardinger und im unteren, das sieht man durch. Nämlich von hier selber, das sieht man so ein bisschen durch. Da unten liegt das Sach. Und auch wenn man macht jetzt da brutal helles Licht drauf, dann blendet es ab und man sieht es nur noch ganz schwach. Deshalb geht auch nicht kaputt beim Schweiß, sondern man sieht, was man da schweißt. Das Ganze kann man da oben ein bisschen einstellen und hat so einen Kopfaufsatz. Kann man leer. Okay, ich werde das Teil jetzt weglegen und nicht mehr weiter filmen, weil einfach das Ding da vorne die ganze Zeit spiegelt und ich hier nicht meine ganze Umgebung zeigen will. Und jetzt zur Übersicht. Ein Schweißgerät. Ein Flex. Ein Schlacken. Links der Drahtbürste. Schweißgeräte. Eine Schutzbrille. Flexscheibe. Die Kabel dazu. Und somit ein ganzer Haufen Zeugs. Warum kauft man sich sowas? Vielleicht, weil man große Pläne hat und gewisse Dinge tun will. Sind wir mal gespannt. Vielleicht zeige ich das ein oder andere. Es war auf jeden Fall keine kleine Investition, sage ich mal. Also es geht natürlich, man kann noch viel teurere Sachen kaufen, aber es ist doch nicht gerade das Büste. Ich hoffe, das funktioniert alles gut und ich hoffe, ich kann damit umgehen. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, irgendjemand hat Spaß gemacht zuzugucken. Und ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.